Hallo zusammen. Tja, neue Woche, neues Glück, würde ich sagen. Ich habe hier eine Glurak-Tin aus Hidden Fates und ja, die werden wir heute zusammen rippen. Der einzige Grund, warum ich die mir auch überhaupt gekauft habe, war, weil die Hidden Fates Produkte, beziehungsweise die Tins speziell, haben gerade einen Reprint bekommen. In der englischen Variante. Und deswegen sind die gerade wieder erschwinglich, weil normalerweise hast du für so eine Glurak-Tinne um die 70, 80 € bezahlt. Fährt auch schon 90. Jetzt kommt man mittlerweile wieder so für 40 bis 50 € an eine Hidden Fates-Tin ran. Und deswegen habe ich mir die dann geholt. Es gibt da ja noch Garados und Raichu, die sind wieder ein bisschen günstiger, weil halt kein Glurak drauf ist. Oh Wunder. Aber ja, ich kann euch eins schon mal verraten, die Jagd war heute nicht umsonst, weil einen Glurak haben wir schon mal. Das ist zwar nur eine Promokarte, aber bei meinem Glück will ich mich jetzt erstmal nicht beschweren. Ich nehme auch eine Promokarte von Glurak. Okay, das mit dem Befestigen von der Promo ist auch so ein bisschen. Ah, da muss ich die Karte ja schon fast biegen. Das tut mir ja schon im Herzen weh, wenn ich dazu gezwungen bin. Okay, also hier ist unser erstes Glurak. Es dürfen gerne mehr folgen in den Boostern. Wäre nichts, wo ich mich irgendwie beschweren würde. Und wir haben vier Booster aus Hidden Fates. Und ja, wünscht mir Glück. Wenn es schon kein Shiny Glurak sein soll, dann noch wenigstens eine Full Art Karte. So ein Full Art Shiny Psyana oder Nachtara. Da würde ich auch nicht Nein zu sagen. Aber dieses Glück ist mir leider noch nicht hold gewesen. Das Beste, was ich hatte, war die Rainbow-Karte, die Rainbow-Vögel. Die wurden mir dann tatsächlich doch gegönnt. So, oh Gott. Ich darf diesen Haufen hier nicht. So viel durcheinander bringen, sonst werde ich noch gespoilert, wo ich das gar nicht will. Okay, wir fangen an mit Energie, einem Magma, Glutexo, ein Tragosso, nee, Tragosso sage ich schon, wow. Das ist kein Tragosso. Das ist ein Rossana. Und das ist ein Tragosso. Dann haben wir ein Carpador. Meine Namensskills sind heute wieder on point. Ein Kleinstein. Pi als Nicht-Reverse und dann ein Evoli. Und dann haben wir unsere Reverse und es ist leider keine Shiny, noch kein Glurak. Bills Analyse und dahinter ein Smetbo, kein Holo, nur eine normale Rare. Okay, ja, ich muss mich auch wieder daran gewöhnen, dass der Shiny-Hit auf dem vorletzten Platz ist und ich quasi traurig sein muss, wenn ich die Reverse-Karte sehe. Aber wir haben hier noch ein bisschen was. Nicht allzu viel. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass auch ich mal Shiny Glück habe. Elektroenergie, schon wieder ein Glutexo. Also langsam, wenn ich jetzt wenigstens keinen Shiny Glumanda habe, dann weiß ich auch nicht, wozu ich das Glutexo brauche. Ein Porenta. Paras. Pipi. Ein, okay, ich habe ein Glumanda. Das ist zwar kein Shiny, aber ein Glumanda. In Ordnung. Phlegmon. Carpador. Oh mein Gott! Ja! Shiny Baby Charmander! Oh mein Gott! Oh, ich liebe dieses Artwork. Ich habe zwar schon ein französisches, aber jetzt ziehe ich doch tatsächlich das englische. Und selbst gezogen ist immer, oh, das, weiß ich, das Herz fühlt da anders mit. Man hat einen anderen Bezug zur Karte. Und dahinter haben wir ein Lapras. Ein sehr, sehr schönes Artwork, wie ich finde. Aber oh, gucken wir uns nochmal bitte dieses süße Glumanda an. Leider mit einem Centering, was nicht so geil ist, aber ist mir gerade egal. Es ist ein shiny Glumanda. Das ist sehr, sehr süß. Ich weiß, ihr könnt es nicht fühlen, aber wenn ihr schon mal Hidden Fates Sachen aufgemacht habt, auch die shiny Textur hier, also ne, klar, hier ist eine andere Textur, aber da fühlt sich das anders an als auf den normalen Karten. Die ist auch so ein bisschen. Ja, matter fast. Kennt ihr das, wenn ihr Fotos entwickelt und dann diese Matt-Variante auswählt? So fühlt sich das ungefähr an. Kriegt gleich mal einen nicen Sleeve. Okay, da bin ich nicht traurig.
Und wenn jetzt hier noch natürlich dein großer Bruder drin ist, also der ganz große, nicht der mittlere, dann, ja, dann werdet ihr mich schreien hören, auf jeden Fall. Dann ist ein guter Tag. Dann sollte ich vielleicht auch noch Lotto spielen, wenn das auch noch passieren würde, aber ja, das muss auch erstmal passieren. So, aber jetzt bin ich so glücklich, jetzt dürft ihr auch den Code haben. Ein sehr, sehr süßes Baby-Shiny. Und es dürfen mehrere kommen. Wir machen weiter mit einer Pokémon Center Lady. Ein Safcon. Mistys Arena Pikachu ist auch noch dabei. Nochmal Glumanda, nicht Shiny diesmal. Ein Voltoball. Ein Smogon. Rettern. Ich habe diesmal den Namen wieder im Kopf. Und ein Arktus im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal überhaupt gewürdigt habe, aber jetzt sehe ich's. Okay, Reverse-Platz, kein Shiny-Platz, leider. Ein Voltoball. Und dahinter, oh, Holoaquana. Okay, zu Evolutions sage ich nicht nein. Das ist ein schöner Hit. Ich liebe Evoli und seine Evolutions. Und das japanische Set, was ja jetzt rauskommt, Eevee Heroes. Ich bin da so gehypt drauf, aber irgendwie, ich habe es total verschwitzt, auf Vorbestellungen irgendwie zu achten. Weil mein Shop des Vertrauens, wo ich eigentlich immer vorbestelle, und zwar AmiAmi, ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt, hat einfach mal das Set bis heute nicht gelistet. Und ich habe mich quasi darauf versteift, dass ich nur von dieser Seite kaufe. Tja, jetzt stehe ich da ohne Vorbestellung und ich sehe nicht ein, 120 € auf eBay für ein Display auszugeben, was noch nicht mal draußen ist. Also, ne, normale Displaypreise für ein japanisches ist so zwischen 50 und 60 €. Aber nur weil es wieder um Evoli geht, drehen die wieder völlig durch mit ihren Preisen. Also es ist verrückt. Mal schauen, ob ich da noch irgendwas von erwischen werde, je nachdem, wie groß der Printrun ist, aber ich weiß ja nicht. Ich würde sie auf jeden Fall sehr gerne öffnen, aber da ist das Geld echt auch. Oh, das tut weh, wenn ich das ausgeben müsste. Mal schauen. Ein Evoli ist hier, dann haben wir ein Pipi. Anton. Noch ein Rettern. Mal gucken, was jetzt die letzte Karte hier wird auf dem Reverse-Platz. Ah, es ist ein Reverse-Metbo. Kein Shiny-Hit mehr. Mann, das ist doch schade. Und Erika als Rare. Oh. Ein bisschen enttäuscht bin ich ja schon, aber auf der anderen Seite auch wieder sehr, sehr glücklich über das Glumanda hier. Mit seinem großen Bruder, zwar nicht shiny, aber okay. Kann man machen, muss man nicht. Ich hoffe, euch da hat das Video trotzdem gefallen und wenn ihr mögt, sehen wir uns gerne nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.